digitaler Konsum, wie auch jeder andere Konsum, muss natürlich nachhaltig und bewusst sein. Ich glaube trotzdem, dass wir auch bei der Digitalisierung das Phänomen haben, dass man nicht als Individuum oder als einzelner Konsument alle Entscheidungen treffen kann. Deswegen würde ich auch da sagen, es ist wichtig, sich politisch zu engagieren, zu schauen, wo sind die großen Hebel, an denen sich etwas verändern kann und dort Druck zu machen. Und ich glaube, das ist auch die Verantwortung von jedem Einzelnen.